willkommen zu einem neuen Infovideo zu den W7 Paletten. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht und das kam sehr, sehr gut an. Ich verlinke euch das natürlich unten in der Infobox. Und es gibt inzwischen zwei Paletten, die bei mir dazugekommen sind. Und das eine ist eine richtig coole Konturpalette. Und es kamen so viele Nachfragen auch zu der neuen Smoky-Palette und so weiter und so fort. Da dachte ich mir, ich nutze die Gelegenheit und drehe ein neues Video dazu. Und weil ich beim letzten Video keine Swatches gemacht habe, also keine Tests und so weiter, dachte ich mir, dass ich das in diesem Video noch mit einbinde. Und wenn es dich interessiert, bleib gerne dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich würde sagen, ich fange gleich mit den zwei neuen Sachen an und die alten Paletten, die ihr aus meinem ersten Video vielleicht auch schon kennt, packe ich ans Ende, weil vielleicht interessiert ihr euch nur für die zwei neuen Sachen und dann packe ich das gleich ganz am Anfang. Und zwar gibt es eine relativ neue Palette, die heißt Up in Smoke. Ich mache mal hier den Applikator raus. Und das, was an dieser Palette, also diese Palette ist wirklich komplett neu. W7 hat sich da was Neues überlegt. Und zwar, die Verpackung sieht ganz anders aus. Die ist nicht mehr aus diesem Hartplastik, so wie hier die alten Paletten. Also das hört man auch gleich. Und die ist auch irgendwie schmaler und ja, das andere, da ist ein Spiegel drin. Ja, einfach um noch näher an die Naked dran zu kommen. Die Naked, also Urban Decay hat jetzt auch eine Smoke Palette rausgebracht, habe ich letztens gesehen. Also das ist schon Dupe Book 10, aber gut. Ja, so sieht die Palette aus. Die ist ganz schwarz. Ich muss sagen, diese neue Verpackung gefällt mir persönlich nicht. Erstens passt sie nicht zu den anderen, so schön in mein Regal. Und zweitens, wenn ich die aufmache, dann ist die so. Also klar, bei den anderen ist es dann so. Also da kann ich jetzt nicht einstellen, es soll so sein. Ganz schön laut. Sondern das bleibt halt dann einfach so. Und bei der Smoke kann ich sagen, okay, ich will so, ich will so, ich will so. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist so, mir gefällt das nicht so ganz. Es fühlt sich irgendwie billiger an und der Verschluss, glaube ich, ist auch nicht so gut. Aber gut, das mit dem Spiegel ist natürlich super, obwohl der Spiegel so ein bisschen verzerrt, aber gut, die Palette kostet wie die anderen auch 8, 9, 10 Euro, also da kann man jetzt nicht so viel erwarten. Die ist halt eine, ja, also fast eine dunkle Palette, wie man sieht. Das ist hier alles relativ schwarz. Hier vorne gibt es komischerweise noch so einen total pinken Ton, wo ich finde, dass der überhaupt nicht da reinpasst. Und sonst ja, ist einfach um Smoky Eyes zu schminken, klar. Und für irgendwelche Sommerfarben ist die jetzt nicht geeignet. Hier hinten sind die Farben auch nochmal drauf. Alle haben wieder einen Namen, so wie wir es ja auch schon kennen. Hier vorne steht aber trotzdem kein Name. Bei der Naked steht ja immer vorne der Name auch noch mit drauf. Und ja, das ist die neue Up in Smoke Palette. Swatchen werde ich übrigens ganz am Ende vom Video, da blende ich euch das alles ein. Falls euch das noch interessiert, könnt ihr bis zum Ende dranbleiben. Ach ja, was auch neu ist an dieser Palette, ist dieser Pinsel, den wahrscheinlich eh keiner benutzt. Der ist jetzt auf beiden Seiten gleich. Das ist jetzt so ein fluffiger. Bei den alten Paletten ist auf der einen Seite ein fluffiger und auf der anderen Seite ist so ein Applikator, den man auch in klein kaufen kann. Also das ist jetzt der Unterschied von den beiden Pinseln. Von der Größe her sind sie gleich, aber die sehen wirklich total unterschiedlich aus. Dann kommen wir zu der zweiten Erneuerung und ich liebe sie. Ich habe die gar nicht, wo habe ich die gefunden? Ich weiß gar nicht, ich habe die zufällig auf Amazon gefunden. Das ist eine Palette, die heißt The Cheeky Trio Bronzer Blusher Highlighter. Und ich suche ja nach sowas schon ewig, so ein 3-in-1 Ding. Und ich hatte sowas mal von Sleek bestellt. Das ist dann so ein kleines Ding mit so kleinen einzelnen Bechern. Und ich fand es total scheiße. Und deswegen war ich so aufgeregt, als ich diese Palette gesehen habe. Diese The Cheeky Trio. Und die ist wieder nach diesem alten Design, also wieder in dieser Alu-Verpackung. Und sieht natürlich schon total cool aus hier. Außen und das ist das Prachtstück. Hier ist der Bronzer, hier ist der Blush und hier ist der Highlighter. Auf der Rückseite sieht man wieder die drei Farben und ich benutze diese Palette täglich. Ich habe auch heute rumprobiert mit diesem Ding und ich muss sagen, für uns Blondinen oder für uns hellhäutige Menschen ist dieser Bronzer perfekt. Ich habe so viele Bronzer schon ausprobiert. Naja, so viele jetzt auch wieder nicht, aber auf Empfehlung ausprobiert, wo andere sagen, ey, der ist super, das sieht einfach bei mir blöd aus. Die sind entweder zu dunkel oder sie glitzern, was ich nicht haben will
oder sie sind mir einfach schlicht zu teuer. Zum Beispiel den Hoola, den würde ich mir total gerne kaufen, aber der ist einfach zu dunkel für mich. Das passt einfach nicht. Ihr seht, ich bin sehr, sehr blass. Meine Haare sind nicht im Weg. So, und dieser Bronzer passt perfekt zu mir. Er ist so super zum Konturieren. Er ist nicht zu stark. Ich kann, wenn ich ein bisschen stärker haben will, kann ich zwei Schichten drauf machen. Es sieht einfach überhaupt nicht gekünstelt aus und deswegen ist der echt, echt toll. Was ich auch weiter empfehlen kann, ist der Blush. Der ist sehr, sehr, sehr natürlich. Der ist jetzt nicht zu stark. Also wenn ich reingehe und den drauf mache, dann sehe ich nicht gleich aus, als hätte man mir mit Farbe ins Gesicht geklatscht. Was ja bei anderen Blushes so ist, da muss man dann immer vorsichtig sein. Aber bei dem nicht. Also ist ein super Hautton auch für uns Blondinen. Halt sehr rosastichig und Glitzer hat er eigentlich nicht wirklich drin. Und ja, dann gibt es noch diesen Highlighter, von dem bin ich leider gar kein Fan, weil den sieht man einfach null. Also den benutze ich gar nicht, weil wenn ich ihn drauf mache, dann sehe ich danach genauso aus wie davor. Also der Highlighter ist für mich ein Flop, aber besonders der Bronzer und dann noch der Blush, absoluter Hammer. Also und diese Palette kostet genauso viel wie die anderen Paletten, also gerade mal so 10 Euro und ich kann die wirklich weiterempfehlen, wirklich. Tolle, tolle Palette. Schade, dass der Highlighter nichts ist, aber naja. Ich verlinke euch natürlich wie immer auf alle W7 Paletten unten in der Infobox. Dann kommt ihr direkt zu Amazon und könnt ihr euch direkt dort bestellen. Da gibt es auch immer so Packages, dann kriegt man, wenn man zwei Paletten oder drei Paletten zusammen bestellt, kriegt man die dann insgesamt ein bisschen günstiger. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Es gibt immer super Angebote bei Amazon. So, bevor ich jetzt noch weitermache, kurz die Info. Also ich habe wirklich nicht alle W7 Paletten. Es gibt jetzt seit neuestem, wie ich es gesehen habe, auch so kleine W7 Paletten, genauso wie es die Naked auch in klein gibt. Und die habe ich mir aber nicht gekauft, weil ich eben eine kleine Naked habe und jetzt nicht den Bedarf gesehen habe, nur damit ich alle Paletten habe, jetzt mir die auch von W7 zu kaufen. Ich verlinke euch natürlich trotzdem alle W7 Paletten unten in der Infobox, auch wenn ich jetzt hier nicht alle präsentiere, aber ihr könnt euch natürlich auch für die kleinen interessieren, die kosten natürlich dann auch noch ein bisschen weniger. Und ja, alles unten in der Infobox. So, dann machen wir jetzt mal mit den vier Paletten weiter, die ich in meinem anderen Video schon vorgestellt habe. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch erst das an und dann kommt wieder hier zurück, weil ich erkläre die jetzt nicht ausführlich. Ich swatche sie jetzt einfach nur durch und dann könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr es gut findet oder nicht. So, die erste Palette ist die In The Buff. Die ist in Brauntöne gehalten und wirklich sehr, sehr, sehr natürlich. Die zweite Palette heißt In The Nude. Die hat eher so rosa Töne, auch ein bisschen ins Braun gehende, aber halt hauptsächlich rosa. Dann gibt es die Lightly Toasted In The Buff oder andersrum In The Buff Lightly Toasted. Die wollte ich eigentlich unbedingt haben wegen dem Goldton, der da in der Mitte drin ist. Der ist wirklich wunderschön. Ist auch eher im Braun gehalten. Es sind aber auch zwei Blautöne dabei, die ich persönlich jetzt nicht so mag. Und sonst auch wieder sehr, sehr natürlich gehalten und viel Glitzer. Und dann gibt es noch die In The Night, die finde ich ja total interessant. Die ist eher so lila gehalten, eigentlich auch für, ja, wie es schon sagt, für eher ein Abend-Make-up. Also sehr kräftige Farben, auch viel Glitzer, dunkel, also Tages-Make-up ist damit ein bisschen schwieriger. Und dann natürlich als nächstes die neue In The Night Up In Smoke. Die ist natürlich für Smoky Eyes geeignet, hat Blau-Grautöne eher drin und halt auch einen Rosaton, den ich, wie gesagt, etwas unpassend finde. Und ist
sind jetzt nicht so glitzerig wie jetzt in der In The Night drin, finde ich. Und dann natürlich als letztes die Cheeky Trio, die Konturpalette. So ihr Lieben, das waren die W7 Paletten, die ich besitze mit allen Swatches, meine Finger, meine Arme, alles ist dreckig. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen hoch. Ihr wisst ja, schaut sonst unten in der Infobox vorbei, wenn euch die Produkte interessieren. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss.